Frau Kraus-Winkler, es geht darum, dass wir uns ein bisschen anschauen wollen in dieser Sendung, wie es denn derzeit um den Tourismus in Österreich steht. Die Wintersaison, die war ja schneebedingt nicht unbedingt die beste, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass die Buchungslage schlecht war. Können Sie uns ein kleines Resümee geben, wie denn der Winter für die Touristiker in Österreich verlaufen ist? Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben heute ja präsentiert die Zahlen für die Wintersaison 2023/24. Wir haben das drittbeste Ergebnis nach 2017/18 bzw. 18/19. Wir sind mit 71,1 Millionen Nächtigungen bei einem Plus zum Vorjahr. Voriges Jahr hatten wir 69,3 Millionen. Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir 18/19 waren. Da waren wir bei knapp 73 Millionen. Aber was sehr erfreulich ist, dass wir auch bei den Auslandsgästen mittlerweile ein schönes Plus auch zum Vorjahr wieder hatten mit 54,9 Millionen und dass der Städtetourismus einen großen Erfolg verzeichnen konnte. Wien hat mit 8 Millionen Nächtigungen einen Plus von 3,4% zum Vorjahr. Was auch sehr interessant ist, ist, dass wir eine unglaublich höhere Nachfrage von unseren Gästen aus den Niederlanden haben. Wir waren bei 9,4 Millionen dieses Jahr im Winter und die Jahre davor war es immer so zwischen 6 und 7 Millionen, also wirklich wesentlich mehr. Und die Niederlande sind unser zweitwichtigster Herkunftsmarkt im Winter und im Sommer. Und vielleicht auch noch wichtig, auch der Inländeranteil ist bei den Nächtigungen zum Vorjahr gestiegen um 2,7%. Das zeigt, dass für die Österreicher Österreich weiterhin ein attraktives Urlaubsland ist. Das sind gute Nachrichten, dass die Österreicher auch im eigenen Land gerne Urlaub machen. Aber wir würden uns gerne ein bisschen anschauen, wo sind denn die Gäste aus dem Ausland her? Kann man da Nationalitäten feststellen, die besonders gerne kommen, eben die Niederländer? Aber wer kommt denn sonst noch so gern zu uns nach Österreich? Also die absolut höchste Anzahl an Gästen kommt natürlich aus Deutschland. Das ist unser Hauptherkunftsmarkt. An zweiter Stelle liegt dann schon Österreich und an dritter Stelle liegen dann die Niederlande. Und danach haben wir gesehen, dass es ein bisschen Verschiebungen gegeben hat. Wir haben gesehen, dass es weniger Gäste aus Großbritannien gegeben hat dieses Jahr. Und natürlich sind Gäste aus Russland schon seit einiger Zeit nicht mehr da. Aber wir haben gesehen, dass unsere Nachbarländer, Tschechien, Polen, Slowakei, die Anzahl der Nächtigungen sehr schön auch gestiegen ist. Das heißt, wir sind für unsere Nachbarländer mittlerweile auch eine der guten Winterdestinationen. Ein guter Winter, der hängt natürlich auch immer von einer Schneelage ab. Heuer gab es da besonders dramatische Situationen für einige Skigebiete, die schon weit vor Ostern geschlossen haben mussten, weil einfach das Skifahren nicht mehr möglich war und weil eine Beschneiung aufgrund der hohen Temperaturen ebenfalls nicht möglich war. Überlegt man sich hier neben dem Städtetourismus auch den Wintertourismus in weiterer Art und Weise auszubauen, neues Angebot zu schaffen, damit man hier allfällige Klimakapriolen besser abfedern kann? Also da haben Sie völlig recht. Wir sind schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, wie können wir den österreichischen Winter in Zeiten des Klimawandels positionieren. Wie sollen wir denn den Blick auch in die Zukunft richten, beziehungsweise wie schauen Wachstumsperspektiven in einer Zeit von Klimawandel und neuen Energieverständnis aus? Und ich kann Ihnen versichern, dass ich vor allem aus den Bundesländern, die im Wintertourismus sehr, sehr stark in Richtung Wintersport, Skifahren ausgerichtet sind, dass diese sehr, sehr intensiv sich mittlerweile mit innovativen neuen Ideen auseinandersetzen, sowohl die Hotellerie hat begonnen, noch stärker in Wellness- und Ausgleichsangebote zu investieren, als auch die Seilbahnen beginnen intensiv auch zusätzliche Angebote zu dem normalen Skiangebot in Form von kleinen Loipen, in Form von Wanderwegen etc. immer auch gleich mitzuentwickeln. Aber ich höre von allen, der Glauben an den Winter ist da. Ja, die Randgebiete sind schwierig, aber es gibt ein Zukunftsvertrauen an Winter in Österreich, das nicht immer nur Skifahren heißen muss, sondern das sicher viel breiter in Zukunft sich beginnt aufzustellen. Zum Beispiel Ischgl baut jetzt auch eine Therme, um Ganzjahrestourismus anzubieten, um auch Gesundheit zu integrieren. Also das Ganze, die Breite des Angebots, die wird jetzt gerade Schritt für Schritt entwickelt.
Kommen wir ganz kurz noch auf den Städtetourismus im Winter zu sprechen. Da haben wir ein erfreuliches Plus in Wien zu verzeichnen, das haben Sie gerade angeführt. Was sind denn sonst Städte, die sich besonderer Beliebtheit bei den ausländischen Gästen erfreuen? Also wenn man den internationalen Markt und den Städtetourismus in Österreich betrachtet, dann sind das natürlich vor allem Innsbruck und Salzburg und auch ein wenig Graz. Wir haben, wenn man die Zahlen ansieht, gesehen, dass in diesen Städten es nur leichte Zuwächse gegeben hat. Wien ist natürlich hier die Stadt, die am meisten an Zuwächsen bekommen hat. Ist auch der Sache geschuldet, dass in Wien auch ein neues Bettenangebot entstanden ist. Es sind neue 4- und 5-Stern-Hotels, aber auch neue Budget-Hotels entstanden und damit kommen. Und die werden meistens auch von Markenhotels betrieben und damit kommen natürlich auch immer wieder zusätzliche neue Gäste aus dem internationalen Umfeld. Man darf auch nicht vergessen, wir haben aus dem asiatischen Markt bis Ende 2023 im Grunde noch gar nicht so viele Nächte wieder, wie wir das früher hatten, weil es auch noch viel weniger Flugverbindungen gab und weil die auch viel später ihre Märkte geöffnet haben. Wir gehen davon aus, dass das jetzt langsam wieder beginnen wird, aber nie mehr zu diesem Boom kommen wird, wie wir das vor 2019 hatten. Warten wir mal ab, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Warum rechnen Sie damit, dass es nicht noch einmal zu einem Boom wie 2019 kommen wird durch den asiatischen Markt? Sind da politische Spannungen im Hintergrund der Grund dafür? Oder was nehmen Sie an, warum der asiatische Markt nicht mehr mit der großen Vehemenz auf Österreich hereinbrechen wird? Also grundsätzlich wäre ja die Nachfrage nach Österreich aufgrund von unserem Kulturangebot und unserem Naturangebot, das sich so unterscheidet von den asiatischen Räumen, sehr, sehr interessant. Das heißt, die Nachfrage wäre zu bekommen, aber es sind Umstände, die es schwierig machen. Es gibt teilweise verlängerte Flugzeiten, es gibt teurere Flugtickets. Aus Japan haben wir noch zusätzlich das Problem mit dem Wechselkurs. Es ist für Japaner im Moment extrem teuer, nach Europa zu kommen, weil der Euro gegenüber dem japanischen Yen in der Relation sehr schlecht ist. Es ist im Moment sehr billig für Europäer, nach Japan zu fliegen, aber umgekehrt eben nicht. Wie gesagt, einige Airlines müssen die lange Strecke, können nicht mehr über Russland fliegen, sondern die lange Strecke fliegen, haben dadurch nicht nur längere Flugzeiten, sondern auch mehr Kosten, weswegen die Tickets teurer sind. Es gab auch noch nicht so viel Sitzplatzangebot in den Flugzeugen, dass hier eine größere Anzahl von asiatischen Gästen leicht kommen konnte. Wir sehen schon, dass es jetzt im asiatischen Raum die eine oder andere Airline gibt, die wieder verstärkt auch Wien im Fokus hat, aber das ist erst im Aufbau und deswegen gehen wir davon aus, dass das nicht so wieder schnell zurückkommt, wie das damals geändert hat, 2019-20. Dann wollen wir uns natürlich ein bisschen anschauen, wie denn der heurige Sommer werden wird. Wir haben ja immerhin schon fast Juni, in zwei Tagen geht es los mit dem Juni und da kann man dann schon wirklich vom Sommertourismus sprechen. Wie sieht es denn da mit den Nächtigungen aus? Verzeichnen wir hier schon reges Interesse oder müssen wir da noch ein bisschen Werbung machen, dass sowas reinkommt nach Österreich? Also wir hatten ja voriges Jahr einen sehr guten Sommer mit bisschen über 80 Millionen Nächtigungen. Was wir im Moment aufgrund der Sommerpotenzialanalyse der Österreich-Werbung sehen, ist, dass die Absicht, in Österreich Urlaub zu machen, sogar höher ist als voriges Jahr zur selben Zeit, wenn wir uns die wichtigsten Herkunftsländer ansehen. Es hat ja da Ende März eine Befragung gegeben. Die Vorausbuchungen sind teilweise gut, teilweise noch etwas durchwachsen. Wir gehen davon aus, dass die Kurzfristigkeit sehr wetterabhängig sein wird, wenn es um Buchungen geht. Aber wir sind sehr positiv, wenn man betrachtet die einzelnen Buchungssituationen. In Kärnten sehen wir, dass die Buchungssituation etwas über dem Vorjahr zur gleichen Zeit ist. Wenn man das Gleiche für den Alpenraum macht, dann sehen wir, dass es da noch etwas darunter liegt. Wir gehen derzeit davon aus, aufgrund der Vorreservierungssituation, dass wir das letzte Jahr erreichen werden, eventuell mit einem Plus von 2%. Das wird sich dann weisen, je nachdem, wie das Wetter ist. Wo sind denn im Sommer in Österreich eigentlich die ganz großen Cash-Cows zu Hause? Wo sind denn jene Tourismusregionen in Österreich, die die größten Umsätze verzeichnen können, die das größte Interesse für die Reisenden darstellen?
Also traditionell hängt das ein wenig davon ab, was das Reisemotiv ist. Geht es um Kultur oder geht es um Naturerlebnis, geht es um Erholung oder geht es um Entertainment? Und da haben wir natürlich in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Angebote. Aber erfahrungsgemäß sind natürlich die starken Bundesländer Tirol und Salzburg die am intensivsten gefragt werden. Mehr als 50% der Nächtigungen im Sommer wie im Winter sind in diesen zwei Bundesländern. Dann sind beliebte Bundesländer die Steiermark und Kärnten traditionell, hier vor allem auch am Inlandsgast. Der Inlandsgast vor allem aus dem Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland. Wenn er auf Urlaub in Österreich fährt auch sehr, sehr gerne eben nach Kärnten oder in die Steiermark. Also ich würde mal sagen, es sind wie immer Tirol, Salzburg, aber auch Kärnten und Steiermark. Niederösterreich ist ein beliebtes Kurzurlaubsland im Sommer und die Stadt Wien international zieht natürlich im Sommer ganz, ganz stark. Das zieht sich von Mai bis Ende Oktober, Anfang November. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema im Tourismus, auch oftmals eine Entscheidungshilfe bei den Reisenden, wo sie dann tatsächlich ihren Urlaub verbringen werden. Welche nachhaltigen Konzepte gibt es in dem Tourismus, die Sie vielleicht besonders hervorheben möchten? Für uns in Österreich ist aufgrund des Masterplan Tourismus das Thema Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen, sozial, ökonomisch und ökologisch, ganz, ganz wichtig. Wir haben deswegen begonnen, schon die Zertifizierungsstrategie für Nachhaltigkeitslabels, das EU-Eco-Label, das österreichische Umweltzeichen, zu definieren und haben das auch für Destinationen gemacht. Und was wir sehen, ist, dass das sehr gut läuft in Österreich. Wir haben schon sehr, sehr viele Betriebe, die ein Nachhaltigkeitsgütesiegel bereits führen. Wir haben aber auch etliche regionale Umweltzeichen in Destinationen. Hier möchte ich vier Destinationen hervorheben. Sind interessanterweise Wintersportregionen, die aber auch teilweise im Sommer sehr, sehr stark sind. Das ist zum Beispiel Wag Rhein-Kleinadel oder Saalfelden-Leogang, aber auch Seefeld und die Kärntner Region, bestehend aus Nassfeld, Bresecker See, Lesachtal und Weißensee. Da haben wir bereits das österreichische Umweltzeichen überreichen dürfen und wir wissen, dass zahlreiche Destinationen das auch überleben. Wir müssen natürlich sehr transparent sein, was das betrifft. Daher sind wir auch sehr genau damit befasst, zu schauen, dass es zu keinem Greenwashing kommt und dass wir auch kommunizieren, welche Betriebe, welche Destinationen haben genau welche Indikatoren schon erreicht und welche Gütesiegel und arbeiten daran. Diese Gütesiegel haben den Vorteil, dass sie ja Prozesse sind. Das heißt, das ist nicht einmal, ich mache das Gütesiegel, dann habe ich es, sondern die müssen permanent daran arbeiten und das ist auch ein Weg in die Zukunft, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Abschließend darf ich dann noch fragen, welche Benchmark haben Sie sich denn als Staatssekretärin für den Tourismus überlegt, die Sie erreichen möchten in der Saison 24/25? Wo wollen Sie denn dahin mit den Sommer- und auch mit den Winterzahlen? Naja, wir haben letztes Jahr etwas über 150 Millionen Nächtigungen gehabt. Wir haben eigentlich die Strategie, dass wir Qualität vor Quantität haben wollen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir bei all dem, was wir an Angebot entwickeln, Betten entwickeln, und was wir an Nächtigungszahlen anstreben, eine möglichst gute Wertschöpfung haben, eine Wertschöpfung, die der Region was bringt, die den Menschen in der Region, die dort leben, was bringt, weil wir sind ja auch angewiesen auf das Thema Tourismusakzeptanz, die wir jetzt auch per Gesetz ab nun mit der Statistik Austria jedes Jahr messen werden. Weil nur wenn es eine Balance zwischen der regionalen Bevölkerung und den touristischen Gästen gibt, dann werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein. Das heißt, man kann nicht sagen, wir wollen dies oder jenes anstreben, sondern wir müssen das Richtige anstreben. Die Betriebe müssen wirtschaftlich sinnvoll arbeiten können und auf der anderen Seite muss es aber auch für die regionale Bevölkerung eine gute Situation geben. Und das heißt nicht automatisch, dass dort, wo viel Tourismus ist, eine negative Stimmung ist oder dort, wo wenig ist, immer eine positive ist, sondern es geht darum, wie kann ich den Tourismus und die Gästeströme so managen, dass alle miteinander gut parallel leben können, voneinander profitieren und auch gut miteinander auskommen.
Frau Kraus-Winkler, eine letzte Frage, die habe ich natürlich, eine allerletzte, wirklich jetzt noch für Sie. Also wir haben so viel über den Tourismus in Österreich gehört. Ich persönlich bin jetzt urlaubsfreudig. Ich würde am liebsten schon meine Koffer packen und mir sind zahlreiche Destinationen eingefallen, wo ich tatsächlich hin will. Aber jetzt ein bisschen meine neugierige Frage an Sie. Machen Sie persönlich auch Urlaub in Österreich und haben Sie da vielleicht einen Tipp, wo Sie sagen, das muss man einmal gesehen haben? Also ich bin ja permanent unterwegs in Österreich und ich war gerade letztes Wochenende in Innsbruck und habe mir in Innsbruck alle möglichen Highlights mit Freunden gemeinsam angesehen. Wir waren am Berg Isel, wir waren in dem Kaiserjägermuseum. Also wir haben uns in Innsbruck sehr viel angesehen, von dem wir dachten, wir kennen es schon. Ich bin beeindruckt von allen Initiativen in vielen Bundesländern. Ich war voriges Jahr bei einer Nachhaltigkeitstour in der Region Weißensee. Die Region Weißensee ist unglaublich toll unterwegs, was Nachhaltigkeit und gutes Besuchermanagement und Mobilität auch betrifft. Das sind wirklich auch Vorbildregionen. Ich persönlich bin eine leidenschaftliche Weinregion-Besucherin, also Südsteiermark oder auch Niederösterreich-Kamptal oder die Wachau. Als Niederösterreicherin ist das natürlich für mich immer auch ein besonderes Erlebnis, weil ich kann da Genuss, Wein und die tolle Region und Destination erleben. Also ich mag jede einzelne Destination auf ihre Art, aber wie gesagt, mich hat beeindruckt voriges Jahr der Weißensee, wie toll die das machen und meine geliebten Weinregionen so und so.